Ja, hallo liebe Abonnenten, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Battle for Zendikar, zu einem Unboxing, heute ein Fatpack. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Fatpack ja noch zu einem Normalpreis bekommen, vielen Dank an dieser Stelle an den MTG-Discount. Mittlerweile ist es so, die Dinger kosten ab 50 Euro aufwärts. Da ist die Frage, ist es das noch wert? Von daher, wenn ihr die Sachen wollt aus einem Fatpack, kauft sie euch einzeln bei MKM. Muss man sagen, ist einfach deutlich billiger. Insgesamt bekommt man die Sachen ohne Versand für ja, nicht mal ganz 35 Euro. Von daher, ja, aber darum geht's nicht. Was ist in einem Fatpack drin? Passend dann auch für die neuen Editionen, die in Zukunft rauskommen werden, die das noch nicht wissen. 9 Booster, ein 80 Land Basis Land Set, ein Spindown Würfel, zwei Deckboxen aus Pappe, ein Player's Guide und ja, eine wunderschöne Kartenbox. Für die, die nicht wissen, was da war, nochmal kurz, Wizards of the Coast hat weniger produziert als sonst. Viele Händler haben nicht die bestellte Menge bekommen von den Distributoren und es ist einfach so, dass ja, die Basisländer da, weil es Full-Art-Länder eben sind, sehr gefragt sind. Und dass es bei Fatpacks einfach so ist, dass hier keine nachproduziert werden. Intro-Packs und Displays werden nachproduziert, Fatpacks nicht, ganz wichtig. So, zuerst einmal kommen wir zu der wundervollen Verpackung von einem Fatpack. Und zwar bei einem Fatpack bekommen wir immer die Verpackung als Booster. Wer das mag, ich werde solche Sachen immer verlosen auf meiner Facebook-Seite, schaut vorbei. So, dann geht's los mit dem Player's Guide. Immer sehr nett. Wir erfahren vermutlich was über die Typen, vielleicht über die Mechaniken, weiß ich jetzt nicht mehr ganz. Über die Planeswalker natürlich, über die Geschichte. Wäre natürlich schön irgendwann, wenn sie es mal noch auf Deutsch machen würden, das Fatpack, aber die werden in den USA produziert. Ja, so die Top-Karten, die 10 coolsten Karten. Ich hoffe natürlich noch auf meinen Ulamog. Dann eine visuelle Ansicht aller Karten. Und am Ende gab es, nein, gibt es nicht mehr, habe ich ja schon, ah stimmt, habe ich beim letzten schon festgestellt, gab es sonst immer noch eine Checkliste. So, dann Booster mit Würfeln, weitere Booster, die Kartenboxen, ja, schicke ich meistens bei irgendwelchen MKM-Bestellungen immer mit raus. Dann die wunderschöne Box. So, wunderschön, stabil, gehen einige Karten rein mit Hüllen. Ich hätte es mal geschätzt, 200 Karten in Double Sleeves passen hier ungefähr rein. Ich benutze es für meinen 5-Color-Deck, Top-Box mit den ganzen Tokens und so weiter. Entschuldigung. Ah ja, noch eine Reference-Card. Dann kommen wir zu dem Spin-on-Life-Counter in grün. W20, W20 im Gegensatz zu normalen Würfel, dass hier einfach die Zahlen zusammenhängen, also wir können hier so entlang gehen und alle hängen zusammen. Da muss man nicht immer lang suchen. So, dann geht's weiter. Mit dem Basisland-Set. Wir bekommen hier nur Full Arts. Gehen wir dir doch zusammen mal durch. Sonst sind Basisländer nicht so spannend. Full Art. Ah ja, haha. Okay, sie sind doch nicht ganz sortiert. Gehen wir ganz kurz mal durch. Ich sage euch so mal meine Lieblingsartworks, dann könnt ihr mal eure sagen. Die Ebene finde ich ganz nett, da müssen wir mal schauen. Legen wir die mal nach vorne. Den Mountain finde ich auch sehr stark, aber nicht ganz mein Lieblingstoken, Land. Ja, die Forest müssen wir auch mal noch schauen. Eindeutig die Ebene. Klar, jetzt müssen wir nochmal vergleichen. Hier der Mountain. Hier die Insel. So, fehlt jetzt noch was? Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich war den ganzen Tag auf der Messe. So, und zwar diese Insel. Dieser Mountain. Dieser Sumpf. Diese Ebene. Und beim Forest, ich glaube, da fand ich sogar zwei ganz schick. Nö, der war es nicht. Der hier, genau. Da waren es die beiden.
Kann ich mich nicht so ganz entscheiden, finde beide cool. Sind auch sehr ähnlich vom Artwork. So, gut, egal. 80 Full Art Länder, deswegen ist das ganze Ding auch so teuer. Und 9 Booster. Hoffen wir mal, dass wir was Schönes ziehen. Die sind ja made in USA, deswegen reißen die auch ein bisschen anders auf. So, Commons werde ich überspringen. So, die erste Uncommon Catacombs Sifter. Coastal Discovery, Pathway Arrows und ja, die erste Rare, die wir aufmachen, ist ein Bring to Light. Haben wir schon aufgemacht. Sehr gute Karte. Gerade auch ein bisschen am Steigen im Preis. Eine Expedition wäre natürlich hier top in dem Fat Pack. Warten wir doch mal ab. Aber mal schauen. Wir wollen ja nicht zu gierig sein. Aber mal sowas vor der Kamera aufzumachen wäre natürlich sehr, sehr nett. Retribution, okay, vergesst. Ganz kurz noch, ich habe immer Scion gesagt beim Display Unboxing, natürlich falsch, heißt natürlich Scion. Ja. Ah ja, eine Mythic Dragon Master Outcast, natürlich eine schöne Limited Karte auf jeden Fall. Ansonsten eine Karte, die ist auf jeden Fall in Ordnung, kann man spielen in roten Decks. Kommt darauf an natürlich, ob Casual oder Highlander oder was auch immer man spielt. Commander, Modern, Vintage, Legacy oder sonst irgendwas, wäre die glaube ich nicht so wirklich gespielt. So. On the Rising, Retreat to Katsandu, Deathless Behemoth und ein Planar Outburst. Das habe ich bisher noch nicht gezogen für 5 Mana Destroy. All Nunland Creatures, Sorcery und Awaken 4 für 7 Mana. Ja, ein schönes Island. So. Weiter geht's mit dem Cutthroat, Retreat to Valakut, Coastal Discovery und ein Woodland Wanderer. Auch nicht eine verkehrte Rare-Karte, die wird auf jeden Fall, denke ich, noch ein bisschen im Preis steigen. Die wird im Standard bestimmt gespielt werden für 4 Mana. Vigilance Trumble und Converge, der kommt mit so viel +1/+1 Mana ins Spiel für jede verschiedenes Mana. Verschiedene Mana-Farbe, so die für ihn ausgegeben wurde. Das heißt, er ist mindestens für 4-4 eine 4-4 Vigilance Trumble, vielleicht sogar eine 5-5. Kommt auf das Deck drauf an. Eine schöne Ebene gab es noch dazu als Full Art Land. So. Weiter geht's. So, vielleicht ziehen wir noch was Schönes. Blade Master, Turn Against, der Guide und noch, ja, noch eine Mythic, sehr nett. White Winnower für 9 Mana, 11-9. Your opponents can't cast spells with even converted mana cost. 0 is even. Your opponents can't block with creatures with even converted mana cost. Ja, nette Karte auf jeden Fall. Wobei natürlich für, ja, ich denke für viele Decks eher ungeeignet. Von daher nicht die allerteuerste Mythic. Da gibt es bessere in dem Set. Auch eine sehr verschickte Karte. So, hier. 1, 2 und wir ziehen ein, ja, ein Serpent Spike. Haben wir ja auch schon aufgemacht und wir haben eine Foil. Schade. Der Stone Waker. Ein Forest. Booster Nummer 8, 9, 7. So. Wir kommen zu dem Ranger, zu dem Gorge, Blade World und ein, ja, das hat noch gefehlt, das ist Tangoland, Deathstream in Weiß-Blau. Sehr schön. Ja, Fatpack kann sich bisher sehen lassen. 2 nette Rares auf jeden Fall, 2 Mythics, ein Tangoland. Voilà. So, und, oh, wir haben eine Foil, tut mir leid, habe ich leider ein bisschen gespoilt. Der Rumbler. Nursery, der Reclaimer und, oh, noch ein Bring to Light. Cool. Sehr starkes Fatpack. Und ein Wave Wing Elemental. Sehr schön. Fehlt ja nur noch die dritte Mythic. So, mal so. Schauen wir doch mal. Aber. Zack. Noch ein Blade Master.
Ori, Pilgrim's Eye und ein Hero of Goma Fada. Für 5 Mana 4-3 mit Rally. Wenn er oder ein anderer Ally ins Spiel kommt, kriegen Kreaturen Indestructible End of Turn. Limited Bomber natürlich. Und noch ein Sumpf. So, das heißt, einen passenden Drachentoken gab es zu Dragonmaster Outcast. Sehr schön. Das heißt, wir bekommen hier immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Full Arts plus 80 macht 89 Full Art Länder. Und noch einmal die Rare Karten. Gehen wir nochmal kurz durch. Ich muss hier gerade nochmal ganz kurz sortieren. So ein bisschen nach Seltenheit und Wert mache ich das immer. Foil Nummer 1, Stonewaker. Foil Nummer 2, das Elemental. Dann haben wir hier den Night Ally, Spike, Outburst, der Wanderer, Bring to Light 1, Bring to Light 2, der Stream, Dragonmaster Outcast und ein Void Winnower. Sehr nettes Fat Pack, sehr cool. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den MTG-Discount. Und ich hoffe natürlich, das Video hat euch auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen. Ich freue mich und wir gehen auf die 1000 Abonnenten zu. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin, ciao.